Employer Branding ist derzeit das Trendthema in der Personalführung und im Marketing. Die Aufmerksamkeit des Top-Managements und natürlich der Öffentlichkeit auf diese Themen wie Personalnot und Personalgewinnung war noch nie so hoch wie heute. Daher meine folgenden Fragen an euch. Ihr habt eine Marktforschung gemacht, was Verantwortliche im Unternehmen umtreibt. Was hat sich denn da gezeigt? Es ist vor allem deutlich geworden, dass mit der erhöhten Aufmerksamkeit auf das Thema natürlich die Budgets steigen und auch die Frage, wer ist eigentlich wirklich dafür verantwortlich? Das Markenmanagement, das Personal, die Personalführung oder wer kümmert sich da eigentlich drum verantwortlich? Und man kommt natürlich immer mehr zu der Erkenntnis, das ist eine unternehmensweite Aufgabe, die aber natürlich zu orchestrieren ist. Und wir werden uns im Seminar natürlich sehr stark auch damit beschäftigen, wie macht man das eigentlich? Also wie gewinnt man eigentlich alle, die man später auch für die Umsetzung dieser Arbeit braucht, wie gewinnt man die für diese gemeinsame Idee? Also diese Methodiken, die dafür notwendig sind, sind ein ganz großes Thema in unserem Seminar und eine ganz große Not in den Unternehmen. Wem würdet ihr raten, zum Seminar zu gehen? Ja, also grundsätzlich, man hat es jetzt gerade schon bei Jürgen gehört, geht es darum, wirklich alle Verantwortlichen im HR, im Marketing, im Bereich Markenführung, dass sich die angesprochen fühlen als Teilnehmer von unserem Seminar und auch wirklich die dann auch Lust haben, da in zwei intensiven Tagen gemeinsam an wirkungsvollen Employer Branding Strategien zu arbeiten und dann auch zu lernen, wie kann ich die wirklich dann auch im Unternehmen verankern und auch erfolgreich dann verankern im Unternehmen. Am 20. und 21. Februar findet hier in Nürnberg das Employer Branding Seminar von Brandtrust statt.